Ja, hallöchen, meine Lieben. Willkommen zurück bei Portwork Modellbau. Und ja, unser Volvo soll heute wieder Thema sein. Unser Volvo 122S Amazon von XO Collection. Oder XO Collections, ihr Lieben. Beim letzten Bastelabend, der noch gar nicht so lange her ist, haben wir an unserem Modell weitergemacht. Wir haben die Türen eingebaut, das Innenverkleidung, das Innenleben. Da sieht man gerade die Scheiben, den Scheibenmechanismus. Und zu guter Letzt in Ausgabe 100 und 101 haben wir mit den hinteren Seitenscheiben angefangen. Wo es dann heute auch in der Ausgabe 102 und 103 weitergehen soll. Also wir bekommen ja, die inneren Verkleidungen, wo die Scheiben mit reinkommen. So, dann fehlen noch 104 und 105. Die habe ich hier liegen für euch. Und da bekommen wir die Schwellerblenden und hier die Frontmaske. Der Heckbereich von unserem Modell, wo dann hier der Tankdeckel ist und ja, der Tankdeckel, der Tankeinfüllstutzen und Türöffner, Scharniere, irgendwie sowas. Das soll heute Thema sein, ihr Lieben. Wir machen an unserer Karosserie weiter. Also ich würde erstmal sagen, ihr bestellt euch das wunderschöne Modell bei XO Collection. Den Link dazu wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich packe jetzt erstmal die Teile aus, gucke mal, was wir für Schrauben brauchen und wir sehen uns gleich auf dem Basteltisch wieder. Ihr kommt dichter, bis gleich. Ausgabe 102. Wir bekommen, wie gesagt, die innere Verkleidung, ein Aschenbecher und das Oberteil der inneren Verkleidung. Und da fangen wir an. Wir sollen das so übereinander tun, damit so eine kleine Kuhle entsteht. Vorher empfehle ich euch, den Aschenbecher reinzudrücken, weil jetzt habt ihr noch Platz. Und da könnt ihr schön den Aschenbecher da reindrücken. Dann das Oberteil mit dem Unterteil zusammenlegen und von hinten mit zwei AP-Schrauben verschrauben. So, machen wir das eins und zweimal. So. Und so. Und schon haben wir die ganze Baugruppe miteinander beigefügt. So, und wenn wir jetzt hier einen Aschenbecher haben, haben wir weniger Platz, als wenn wir es vorher machen. Deswegen habe ich das vorher gemacht. Und wir haben das Ergebnis. So, einmal umgedreht und dann gleich das hintere Seitenfenster hier drauflegen. Das kann gleich mit verschraubt werden. Und zwar so drauflegen, dass es passt. Und jeweils auch mit zwei AP-Schrauben verschrauben. Einmal hier. Und einmal hier vorne.
Und so. Und unser Seitenfenster sitzt mit dran. So, schwuppdiwupps, ich kann zaubern. Ich habe Ausgabe 3 gerade hergezaubert und schon haben wir Bauphase 102 und 103. Und das soll jetzt in unsere Karosserie gefügt werden, beziehungsweise verschraubt werden. Wenn wir das hier drehen, damit der Ständer hier passt, beziehungsweise damit ihr alles seht, was hier passiert. So, dann holen wir uns mal die Karosserie hierher. So, die Teile kommen erstmal weg und die kommen jetzt hier links und rechts rein. Hier könnt ihr sehen, da ist ja noch alles frei und da soll das Ganze jetzt, das war die falsche Seite, so hier reingesteckt werden, da oben, wo mein Daumen gerade sitzt, und zwar da. Das Ganze hier an der Tür entlang hingelegt werden und reingeschoben werden. Und da gibt es lauter Schraubpunkte, die jetzt verschraubt werden müssen. Ein nach dem anderen. Gucken, wie ich euch das am besten zeige, damit ihr auch was seht. Beziehungsweise, ja. Die Schwellerblenden sollen auch verschraubt werden. In der Ausgabe 104 sollen die zuerst oder zuletzt. Die werden aber von unten verschraubt, wie ich dort sehe. Also denke ich doch, dass wir das jetzt zusammen hinkriegen. Dahin. Ja, wir können zuerst mal unseren Innenraum hier verschrauben. Und zwar mit lauter EM-Schrauben. So, die habe ich natürlich vergessen hinzulegen. Aber ja, hier sind sie. Suchen wir uns mal ein paar raus. Wir brauchen 5 Stück. So, dann fangen wir mal an. Zuerst hier unser Innenraum zu verschrauben. Hier eins. Ich mach das Ganze mal ein bisschen überkreuz, damit wir hier spannungsfrei alles reinbekommen. Was sehen wir? Verwende natürlich bei jedem, was ich hier verschraube, bei jeder Schraube ein bisschen Öl. Nicht zu fest natürlich, damit ihr die ganze Sache nicht überdreht. Treffe ich gerade das Schraubloch nicht. Was ich sage, immer nicht alle gleich festziehen. Es könnte sein, dass wir uns mal bei einer Schraube
nicht das Loch treffen, beziehungsweise das Gewinde. Oder das muss ein bisschen. Ja, wie sagt man, versetzt angesetzt hat. Ich treffe aber hier das eine Gewinde nicht. Gucken wir, ob ich von hier irgendwas sehe. So mal. Kann natürlich auch sein, dass die Löcher immer mal verstopft sind durch was weiß ich auch immer. Lack reingelaufen ist oder aber jetzt scheint es zu funktionieren. Wir haben es getroffen. So, dann können wir die anderen auch gleich wieder festschrauben. Und zwar einmal hier hatten wir locker gemacht. Und einmal hier hinten. Die können wir gleich wieder festschrauben. Und dann haben wir noch eine hier oben. Die natürlich nicht vergessen. Ein bisschen Öl. Die dreht sich auch nicht ganz rein. Müssen wir auch mal gucken, wo wir hier das Loch haben. Ja gut, da saß die Verkleidung nicht richtig. So, hat geklappt und wir haben die erste innere Verbindung bzw. den ersten Innenraum angebracht mit 1, 2, 3, 4, 5 Schrauben. Ich mache das kurz bei der anderen Seite genauso, damit wir dasselbe Ergebnis auch auf der Seite haben wie hier. Melde mich gleich zurück, wenn wir dann unsere Schweller anbringen in der Ausgabe 104. Bis gleich! So, meine Lieben, ich bin zurück. Ich habe die Teile schon vorbereitet. Also, wir haben ja begonnen und ich habe die zweite Seite fertig gemacht. Jetzt geht es an unsere Schwellerblenden. Und zwar haben wir hier ein Stückchen mit einem Strich, wie man so sagen kann. Und der Strich kommt hinter, meine Lieben. Also können wir ganz genau wissen, der Schweller kommt. Ne, doch nicht. Na doch. War doch anders drum. Dann habe ich gerade den falschen Schweller gehabt. Der Schweller muss nach oben zeigen. Dann kommt er doch mit dem Strich nach hinten, wie ich es gesagt habe. Aber er wird von oben drauf getan. Da haben wir drei Schraublöcher. Von oben und eins von der Seite. Kommt hier so drauf. Ja, oder? Genau, an die tiefer liegenden Löcher. Da haben wir drei tiefer liegende Löcher. Und da wird er so drauf getan, sage ich jetzt mal. Und von oben mit 3 EM und von der Seite mit einer EM Schraube verschraubt. Also nehmen wir uns mal 4 EM Schrauben raus. Ein kleines bisschen Öl, wie immer. Ich fange mal in der Mitte an. Die Schraube
vorsichtig zu heften. Hier ist wieder das Problem, das Schraubenloch zu finden, aber das ist kein Problem. Wir heften einfach das erste Schraubloch und tun uns dann nach hinten und vorne arbeiten. Und tun uns dann nach hinten und vorne arbeiten, das ist natürlich auch geil. Und arbeiten uns dann nach hinten und nach vorne. Klingt vielleicht besser. So, hier vorne ist eine Lacknase, wie ich gerade sehe. Also komme ich da schon mal gar nicht rein. Mal die Schrauben lösen, weil da sehe ich, da ist noch Lack auf unserem Gewinde. Also einmal das Gewinde vorschneiden und natürlich säuber. Also fange ich doch mal lieber von vorne an, führe die Schraube durch unseren Speller und dann in das dafür vorgesehene Loch. So, dann setze ich meinen Speller auf und verschraube die anderen zwei Schrauben. Das muss man halt auch mal so sehen, wenn man so ein Modell zusammenschraubt, dass halt nicht immer alles glatt läuft, aber mein Gott, es gibt Schlimmeres. So, und dann kommt noch eine Schraube von der Seite. Die mache ich gleich fest, weil es die letzte Schraube ist. Und schraube dann alle anderen nach und nach fest. Natürlich die Karosserie dementsprechend festhalten. Und arbeite mich jetzt nach, von hinten nach vorne. Aber ja, wir haben somit unsere erste Spellerblende angesetzt. Die Tür natürlich zu. Wir haben ein bisschen Tesa drauf gemacht, damit die Tür nicht immer auf und zu geht. Und ihr seht die erste Spellerblende. Das mache ich natürlich jetzt mit der zweiten Seite und wir sehen uns gleich wieder mit Part 105, weil mehr passiert in der 104 dann nicht. Also mache ich die zweite Spellerblende genauso fest und bin dann gleich mit weiteren Bauteilen zurück, ihr Lieben. Bis gleich. So, meine Lieben, willkommen zurück. So, die Spellerblenden sind jetzt alle beide verbaut und ja, ich habe Ausgabe 105 mal rausgeholt. Da haben wir, wie gesagt, das Heckblech, wo dann auch hier der Tankdeckel drauf kommt. So, jetzt haben wir noch zwei Verschlüsse von dem Fernseher, von den Fenstern. Dann haben wir hier den Tankdeckel, der dann später hier so drauf kommt oder reinkommt, besser gesagt, und zwar so, aber das machen wir dann später. So, dann haben wir noch Laschen für den für die Fenster. So, nee, warte mal, das sind die Angstgriffe, die Haltegriffe für unsere Beifahrer, das ist es. So, aber wir fangen zuerst an. Wir haben hier rechts und links noch zwei Löcher. Ist nicht, könnt ihr das sehen? Ich mal ein bisschen näher und tiefer ran. Da haben wir hier noch zwei Löcher und da kommen die Fensterscharniere rein. Und zwar haben die zwei Nupsis, eine dicke Seite und eine dünne Seite, und die dicke Seite soll zum Fenster zeigen. Also,
Also so. So, hinten mal angepasst. So. Und so. Oder auch nicht. Die sollen auf jeden Fall in die zwei Löcher passen. Ich drehe es mal kurz auf den Kopf. Kann auch sein, dass ich die falsche Seite erwischt habe. Weil hier wird, denke ich mal, auch bloß eine passende Seite geben. Einmal rechts und einmal links. Genau, haben wir da. Dann drehe ich das Modell einmal rum. Dann machen wir das Ganze noch auf der anderen Seite. Also aufpassen, das rechte und linke nicht vertauschen. So. Einmal da. Ist natürlich mit Fingern, mit etwas dickeren Fingern ein bisschen schwierig. Gut, ihr seht gerade auch nicht. Aber ich mach's mal dran und zeig euch, was ich meine. Schade, wenn die Aussprachen ein bisschen kleiner sind als ja die Stifte an den Griffen. Genau, Griffe, Fenstergriffe. Hinteren Fenstergriffe. Da und da rein, damit wir dann hier, könnt ihr es ein bisschen sehen, da, genau da und da die Fenstergriffe, die Ausstell, weil das sind Ausstellfenster und da kann man die ein bisschen nach außen klappen. So, wenn wir immer hier sind, seht ihr hier, da könnt ihr sehen, noch zwei Löcher. Und zwar die Laschen, die ihr hier seht, sind für die Hände, da kannst du reingreifen, also Grifflaschen, sagt man Grifflaschen, und auf jeden Fall zwei Laschen, wo deine Hand genau reinpasst. Da kommt hier der Nupsi durch, damit das Ganze so aussieht, so Angst, wie sagt man immer, Angstgriffe sagt man dazu. So. Die stecken wir alle Beete hier durch. Damit wir das Ganze an unser Modell stecken können. Huch, das fällt mir gerade aus der Hand. Ich muss auf jeden Fall hier den Nippel durch die Lasche ziehen. Sieht das von hinten dann so aus. Beziehungsweise habe ich es gerade falsch rum gemacht. Weil die flache Seite muss dann zur Karosserie zeigen. Muss dann so aussehen, damit die flache Seite immer hinten ist. So, und dann stecken wir das nämlich hier in das erste Loch. War nur das erste? Ja, in das obere Loch. Gut, wie wir das hinkriegen. Ihr seht bestimmt wieder gar nichts. Aber hier muss auf jeden Fall der Nupsi ins Loch. Ein bisschen Düdelkrons. Also ein bisschen viel Lack dran. Ich schiebe dann immer hier mit unserer Bastelzange so ein bisschen den Lack ab, damit ich das besser reinkriege. Wie gesagt, das obere Loch muss das dann reingesteckt werden. Immer noch ein bisschen zu viel. Ja, mal hier ein bisschen Material weg. Damit ich die Angstgriffe hier ordentlich reingesteckt kriege. Wenn man ein bisschen zu viel Material weggenommen hat, ist das nicht schlimm. Kann man ja immer noch ein bisschen festkleben. So, klack, da hat es klack gemacht und die Angstgriffe bzw. der Angstgriff zeigt nach unten. Sieht, kann man das ein bisschen erkennen?
denke doch. Da ist ja die Lasche und hier ist der Angstgriff so ein bisschen. Huch. Ein bisschen nach. Na, da kann man es doch sehen. So, das mache ich jetzt auf der anderen Seite. Und dann sind wir mit Ausgabe 105 schon fertig. Und dann machen wir gleich mal die Vorschau und ja, schauen wir mal, was wir so geschafft haben. Bis gleich. So, ihr Lieben, die nächsten 5 Ausgaben. Was heißt 5 Ausgaben? 4 Ausgaben. 101 haben wir erledigt, also 102 bis 105 sind erledigt. Wir haben die Seitenfenster drin, wie ihr seht. Die inneren Verkleidungen haben wir drin. Wir haben, jetzt wird es schwer, die Schwellerblenden angebracht, wie ihr seht. Und ja, die inneren Fenster. Da, die Tür, die inneren Fensterbetätigung wollte ich sagen. Und wir haben hier die Angstgriffe. Na, kann ich das so zeigen? Naja, ich komme mal näher ran. Da, die Angstgriffe sind dran. Ich kann es euch nicht zeigen, aber ja. Sie sind verbaut. Ja, wo wir uns dann festhalten, wenn wir Angst haben. Und ja, die sind verbaut. So, wie soll es weitergehen, ihr Lieben? Ich pack das Ganze erstmal hier drauf. Ah. Es wird nämlich schwer. Die Karosserie hat doch schon ganz schön an. Na, sieht schon fast aus wie ein Auto. Hat schon ganz schön an Gewicht gewonnen, wollte ich sagen. So, und es geht weiter demnächst. Mit Lichtern. So, Nebelschlusslichter und sowas. Die wollen dann hier so eingebaut werden. Deswegen die Aussparung. Also demnächst geht's an unserem Heck weiter, wo dann auch das Heckblech und die Rückleuchten und da seht ihr es. So soll das Ganze mal aussehen. Ja, da kommt dann das hintere Blech der Tankdecke und die hinteren Lichter. So was wird passieren bis 107. So, 108, 109 und 110 kommt der Heckdeckel, also die Kofferraumklappe, da geht es dann so weiter, ihr Lieben. Also Kennzeichenbeleuchtung ist Kennzeichen hinten und unser Kofferraum, also Kofferraumklappe wird soweit vervollständigt. Und danach, darf ich noch gar nicht erzählen, geht es weiter an der Karosserie. Was kann das wohl sein? Was fehlt noch? Ich weiß es, ich weiß es. Also ja, es wird weiter am Heck geschraubt erst einmal und dann vielleicht an die vordere Batterie. Da fehlt ja auch noch was. Aber hier wird es auf jeden Fall demnächst weitergehen. Unsere Nebelschlussleuchten. Nur Nebelschlussleuchten, ne? Ja, Nebellichter. Und natürlich will das natürlich auch eingebaut werden. Also geht's am Heck weiter von unseren Volvo 122S Amazon. So, wenn euch dieses langwierige Video mal wieder gefallen haben sollte, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, beziehungsweise uns. Abonniert den Kanal, vergesst nicht die Nachrichtenglocke, bestellt euch das wunderschöne Modell bei XO Collections und ja, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Nicht mehr weit, 15 Ausgaben noch, also es ist bald geschafft. Ihr Lieben, bis dahin, macht euch ein paar schöne Tage und bis bald.